Ja, hallo. Nach längerer Zeit mal wieder ein Video von mir. Und wir sind hier gerade in Schmallenberg und wir haben diese kleine Jägerhütte entdeckt und die war einfach so besonders, die wollte ich euch einfach mal zeigen. Also kommt mal mit. Er hat die Hütte hier an so einem Bachlauf gebaut. Hier und hier sind Bachläufe. Und dann hat er diese Hütte hier in den Hang reingebaut. Kommt mal mit, sie sieht schon etwas älter aus. Geht auch ziemlich steil hoch hier. Überall die Raben hier. Hier hat er einen Eingang. Ist aber abgesperrt. Lassen wir auch zu, sonst wäre es ja Hausfriedensbruch. Und das hier ist alles schon sehr eingestürzt. Die Scheibe ist schon ganz vermoost. Hier hat er noch so einen Steg gebaut früher mit Geländer. Und hier, man kann hier hinten rumgehen. Hier ist noch ein altes Fass mit Wasserzuleitung. Da hatte er mal Wasser hier hinten abgezapft. Das sollte dann hier per Schlauch hier reingeleitet werden und dann hier in seine Stube rein. Man kann hier hinterherlaufen. Es ist sehr steil hier. Sehr rutschig auch alles. Hat frisch geregnet. Boah. Die Hunde waren auch schon eben hier. Und hier kann man sich den anderen Teil dann angucken. Er hat hier sogar noch eine kleine Hobbit-Tür reingebaut für den Unterstand. Hier hat er noch Vorräte. Da auch noch mal eine Tür. Also kann man von beiden Seiten hier so reingehen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das wäre eine Hundeschüssel, aber es ist auch nur ein altes Fass. Ja. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Das hat er richtig schön gebaut. Ein bisschen baufällig, aber die Intention dahinter, das ist doch wirklich schön gebaut. Wie alt das wohl ist? Ich würde so sagen, so 20 Jahre oder 10. Holz kann sehr schnell gammeln. Aber das hat er wirklich sehr schön gebaut. Überall auch Schlösser vor den Türen. Also man kann überhaupt nicht reinschauen. Ja, sehr interessant. Gut, bald geht's dann weiter wieder mit dem Bulli und sonstigen Themen. Und danke bisher an all die Zuschauer, die bisher abonniert haben. Das ist echt cool von euch. Bleibt dabei. Und ich bemühe mich auch noch interessantere Videos zu machen. Okay, bis bald. Ciao.